Verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich auf dem YouTube-Kanal der Stadtbücherei Langen. Vielen Dank, dass Sie uns angeklickt haben. Mein Name ist Thomas Mertin, ich bin der Leiter der Stadtbücherei. Die Autorin Linde Richter lebt in Dreieich und fühlt sich Langen verbunden. Sie hat schon öfter bei uns in der Stadtbücherei live gelesen und nun erstmals für unseren YouTube-Kanal eine Online-Lesung gestaltet. Darüber freue ich mich sehr. Linde Richter ist in der Interessensgemeinschaft Bergsträßer Autorinnen und Autoren tätig und veröffentlichte bereits mehrere Bücher, darunter Romane, Krimis und Kurzgeschichten. Gleich stellt Linde Richter Ihnen ihren Krimi Und immer ist es der falsche Job vor. Er spielt in einer Kleinstadt vor den Toren einer hessischen Großstadt. Ich wünsche nun Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gute Unterhaltung und ich bedanke mich sehr herzlich bei der Autorin Linde Richter. Meine Protagonistin Gitti hat Geldsorgen. Frisch geschieden zieht die Frührentnerin in das ehemalige Versorgungshaus einer Seniorenresidenz. Ihr Umfeld hat viel Zeit und beobachtet Gittis Privatleben neugierig. Die Scheidung und der Umzug haben viel Geld gekostet, also versucht sie sich in aufregende Nebenjobs und wird unfreiwillig in komische Situationen, menschliche Turbulenzen und packende Todesfälle verwickelt. Die ehemalige Versicherungsagentin unterstützt, nicht ganz freiwillig, Kriminalhauptkommissar Wolfram, der ihr immer wieder über den Weg läuft. Ihr Sachbearbeiter von der Sparkasse hatte um einen Termin gebeten, denn ihr Konto war so blank wie die Glatze ihres Bankberaters und der drohte ihr, das Konto zu sperren. Wieder einmal. Aber sie hatte Glück und konnte als Springer in einem renommierten Vier-Sterne-Hotel als Vertretung anfangen. Porter's Desk, Room Service, Rezeption, wo immer Not am Mann war, wurde sie eingesetzt. Und sie lernte schnell. Der Hotelmanager kam am späten Nachmittag aufgekratzt zu ihr an die Rezeption. Gitti, übergeben Sie an Ulla, ich muss mit Ihnen reden. Oh nein, nicht schon wieder. Wenn Herr Reismann ihr so kam, hatte er garantiert eine Zusatzaufgabe für sie im Sinn. Ihr flog jetzt schon die Zeit um die Ohren. Sie gingen in die Hotelbar. Timo, der italienische Barmann, und Elmer, sein finnischer Stellvertreter, waren schon da. Zwei Hotelgäste saßen einsam an Tischen am Fenster. Der Ansturm kam erfahrungsgemäß erst in ein paar Stunden. Der Hotelmanager rieb sich den linken Daumen und meinte, gleich kommt mein absoluter Knaller ins Hotel. Gitti, Timo und Elmer schauten sich an. Der letzte Knaller ihres Chefs war ein chinesischer Kaffeeautomat, der bei der zweiten Tasse explodierte. Davor verschreckte er die Hotelgäste mit einem vollautomatischen Schuhputzboy aus Taiwan, der helle Lederschuhe mit schwarzer Schuhcreme einschmierte. Herr Reismann hatte unbestritten ein Faible für günstig eingekaufte Technik aus dem fernen Osten. Ein kleiner Japaner kam in einem weißen Etwas im Schlepptau durch die offene Glastür. Die Gäste schauten entgeistert auf das kleine Wesen, das mit eckigen Bewegungen dem Japaner folgte. Darf ich vorstellen? Das ist der neue Assistent von euch beiden. Herr Reismann schaute Timo und Elmer erwartungsvoll an. Die konnten nicht fassen, was sie da sahen. Dieses weiße Ding hatte eine silberne Servierplatte mit hohem Rand an der angewinkelten linken Hand festgeschraubt und verbeugte sich höflich nach allen Seiten. Es begrüßte den Hotelmanager auf Deutsch, Timo auf Italienisch und Elmer in perfektem Finnisch. Der Japaner stellte sich und das ulkige Wesen vor. I am Mr. Takahashi and this is Mr. Shaker. Er erklärte, dass Mr. Shaker Bestellungen aufnehmen, weiterleiten und abkassieren könne. In allen Sprachen, die man ihn per Fernbedienung programmiert. Der kleine Japaner verbeugte sich tief, drückte auf ein paar Knöpfe an einer Fernbedienung. Der Roboter steuerte die beiden Tische am Fenster an. Die Gäste waren zuerst verunsichert, lachten aber bald fröhlich mit dem weißen Ding aus Plastik, Stahl und Elektronik.
Mr. Shaker kam zurück und wackelte schnurstracks an den Bartresen. Eine Latte Macchiato für Tisch 3 und einen Cognac für Tisch 5, meldete er auf Italienisch an Timo. Dann drehte sich der Roboter zu den anderen um und fragte, wünschen Sie eine Übersetzung? Timo beeilte sich, die Wünsche der Gäste zu erfüllen und stellte die Getränke samt Kassenbons auf die stählerne Servierplatte von Mr. Shaker. Elmer schaute nur staunend zu. Herr Reismann sprach die beiden Barkeeper direkt an. Wir haben morgen eine Pressekonferenz und ich möchte, dass Sie dabei sind. Dann drehte er sich zu Gitti um und sie auch Gitti. Herr Takahashi verbeugte sich und verteilte Betriebsanleitungen. Gitti meldete sich zaghaft. Wieso ich, Herr Reismann? Ihr Boss klärte sie auf. Bei der Presse mache sich eine Frau immer gut und außerdem könnte es ja sein, dass man sie einmal als Vertretung brauche. Dem war nichts hinzuzufügen. Mr. Shaker verbeugte sich vor ihr. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Miss Gitti. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Die blecherne Stimme des Roboters wurde von einem sanften Augenaufschlag aus tiefschwarzen Glubschaugen begleitet. Er fand offensichtlich Gefallen an ihr. Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz hatte das Hotelgewerbe erreicht. Die Wochen vergingen. Gitti hatte Urlaubsvertretung an der Bar. Timo war in Italien, Elmer hatte seinen freien Tag. Es war den ganzen Tag schon unerträglich schwül und heiß gewesen. Schwarze Wolken rieben sich mit schwefelgelben Schwaden am dumpfgrauen Himmel. Die Atmosphäre war aufgeladen, wie auch die Gäste, die meist grundlos über das Personal nörgelten. Herr Reismann zupfte immer wieder an seinem linken Daumen. Ausgerechnet diese Event-Zicke Bitsche, mit Abstand der unangenehmste Gast im Hotel, tauchte in der Bar auf. Sie hatte ungefähr 10 Presseleute angeschleppt. Gitti bot ihr den kleinen Konferenzraum an, aber die Eventmanagerin wollte unbedingt an die beliebte Fensterfront in der Bar. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Job ordentlich zu erledigen, werde ich mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren, blaffte sie. Und verlassen Sie sich darauf. Ihr Hotel wird in der Presse dabei nicht gut wegkommen. Mr. Shaker beobachtete die Szene interessiert. Ein krachender Donner ließ alle zusammenfahren, gefolgt von einem giftgelben Blitz. Das Gewitter hing direkt über dem Hotel. Frau Bitsche winkte Mr. Shaker ungeduldig bei, noch bevor die Zeitungsschreiber richtig Platz genommen hatten. Mr. Shaker fragte artig nach ihren Wünschen und shakerte sogar mit ihr, womit die Frau völlig überfordert war. Das wiederum amüsierte die Presseleute. Der kleine Roboter hatte die gesamte Journalie innerhalb kürzester Zeit um den Finger gewickelt. Ein leises Sirren zog durch die Luft. Plötzlich war für einen kurzen Moment eine überirdische Stille im Raum, gefolgt von einem infernalisch lauten Knall. Mr. Shaker sprühte kurz Funken und seine Arme und Beine zuckten unkoordiniert. Dann setzte er diszipliniert seine Arbeit fort. Herr Reismann kam besorgt vom Foyer und rieb sich den linken Daumen. Alles in Ordnung, Gitti? Brauchen Sie Hilfe? Gitti, warum sind die Presseleute nicht im Konferenzsaal? Was machen die hier? Die bringen unseren ganzen Betrieb durcheinander. Gitti zuckte mit den Schultern und erklärte ihm die Sachlage. Herr Reismann schnaubte leise. Diese Zicke nörgelt und hackt schon den ganzen Tag auf unseren Leuten rum und macht schlichte Stimmung. In der Hölle soll sie schmoren. Mr. Shaker stand am Tresen, drehte sich zu Herrn Reismann um und fragte leise, möchten Sie, dass ich das übersetze? Herr Reismann winkte genervt ab. Gitti klotzte auf die Fernbedienung, dann auf den Roboter. Da stimmte was nicht. Die Bar füllte sich zusehends. Der Roboter streckte Gitti seinen stählernen Tablettarm mit leeren Gläsern entgegen. 2 Cuba Libre, 1 Mojito, 1 Caipirinha mit Gin, 3 Touchdown,
Einen Kamikaze, dreimal Wodka, bitte. Mr. Shaker und Kitty waren inzwischen ein eingespieltes Team. Noch während der Roboter die Zutaten aufzählte, hatte sie schon den Shaker in der Hand, maß ab, schüttelte und mixte, was das Zeug hielt. Sie belud Mr. Shakers schweres Tablett. Wieder grollte ein Donner über dem Hotel, gefolgt von mehreren Blitzen. Eine Abfolge krachender Donner barst über den Köpfen, ein greller Blitz zuckte, dann eine ganze Reihe gleißender Blitze hinterher. Es roch nach Schwefel, irgendwo in der Nähe musste es eingeschlagen haben. Mr. Shaker sprühte Funken, die Gäste sprangen auf, ein paar Damen kreischten erschrocken. Herr Reismann beruhigte die aufgeschreckten Hotelgäste. Alles gut, alles gut. Bitte nicht aufregen, wir haben Blitzableiter. Er grinste schief. Und wir sind gut versichert. Mr. Shaker gab ein kurzes metallisches Ping von sich und ging mit den Drinks an den Pressetisch. Er verbeugte sich formvollendet und begann erneut mit einigen Journalisten zu schäkern. Bald lachte der ganze Tisch. Die bereits angesäuselte Frau Bitsche stichelte. Ach, Mr. Shaker, da habe ich wohl was falsch verstanden und Ihren Namen die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Wie? Hätte ich vielleicht Mr. Shakerer sagen sollen? Frau Bitsche hatte schon in ihrem Zimmer dem Alkohol kräftig zugesprochen und stieß den kleinen Roboter bei jedem ihrer Worte mit spitzem Finger auf die helle Brust. Ihr war heiß geworden und sie hatte die Flügeltür zur Terrasse weit aufgerissen. Die vielen Trinks hatten ihr Gemüt in Wallung gebracht, ihre Stimme fing an zu kippen und übertönte die Bargeräusche, sogar das anrollende Donnergrollen. Es platzte aus ihr heraus. Sie sind doch vom anderen Ufer, stimmt's? Sie stehen doch auf Männer, wie? Wie funktioniert das sowas überhaupt bei einem Haufen Blech? Ha? Die Bargeräusche verstummten, die Gäste drehten die Köpfe. Es war plötzlich ganz still. Mr. Shaker verbeugte sich in Richtung Frau Bitsche. Gestatten Sie, dass ich Ihnen die passende Antwort gebe? Er griff nach ihrem Drink und schüttete ihn genüsslich auf ihren hochwertigen Pullover. Der Grenadinsirup, der Maracuja-Saft, der Apricot Brandy und der hochprozentige Wodka ergossen sich über ihren teuren Designer-Pullover. Die Managerin sprang auf und verpasste Mr. Shaker eine schallende Ohrfeige, die der Roboter mit blechernem Gelächter quittierte. Wieder knallte ein Donner, gefolgt von einem grellgelben Blitz, an den hohen Kastanienbäumen vorbei, durch die offene Flügeltür auf, oh nein, auf Mr. Shaker. Der sprühte für einen kurzen Moment Funken wie ein brennender Weihnachtsbaum. Kitty schaute sich hilfesuchend nach Herrn Reismann um, aber der war weg. Dafür wälzte sich seine Ehefrau mit ihrem hochschwangeren Bauch in die Bar, kam auf sie zu und blaffte sie an. Was ist hier los? Haben Sie denn gar nichts mehr im Griff? Das hat man davon, wenn man ungelerntes Personal einstellt. Sie sind entlassen. Dann fauchte sie Mr. Shaker an. Und Sie auch, Sie unnütze Kreatur. Ein Haufen Blech und Trete hat in meinem Hotel nichts zu suchen. Ich will Sie beide hier nicht mehr sehen. Kitty machte den Abgang und verschwand hinter dem Bartresen. Sie murmelte, so eine blöde Ziege, so eine blöde. Hat nichts zu melden und schikaniert jeden bei sich nur jeder bietenden Gelegenheit. Man sollte ihr den Hals umdrehen. Sie hatte die Worte nur ganz leise vor sich hingesprochen, doch Mr. Shaker hatte sie gehört. Er tippte ihr auf die Schulter. Soll ich das für Sie übersetzen? Kitty schüttelte den Kopf. Heute waren alle irgendwie schräg drauf. Der Roboter war mehr als schräg drauf. Er stürmte plötzlich auf die Managergattin zu und stieß die Arme vor. Das festgeschraubte Serviertablett krachte auf den Kopf von Frau Reismann, die den Roboter entgeistert anbrüllte. Was erlaubst du dir, du elender Akku? Der Maschinenmensch tobte durch die Hotelbar, fegte alle Gläser von den Tischen, kippte die Stühle um und begrub Frau Reismann schließlich unter einem Berg von Chips, Erdnüsschen und Salzstangen. Frau Reismann lag blutüberströmt auf dem Boden. Tja, ob Mr. Shaker nur einen Kurzschluss hatte,
oder absichtlich falsch programmiert war, das verrate ich Ihnen heute nicht. Aber die Lösung finden Sie in meinem Buch. Und meine Bücher erhalten Sie in allen Buchläden, auch übers Internet. Auch als E-Books. Tja, also dann, vielleicht, bis auf bald.